So, ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommandator 70 mit einem weiteren Gastreplay. Ich muss mal hier anfangen, weil das geht gleich rasant los hier. Wir sind auf der Map Overlord im reinen Achtergefecht und hier sehen wir den Thompsons Doppel-X aus dem Clan Marco mit den EBR 75 FL10, den Achter Radpanzer und er ist hier im Zug zusammen mit Professor One-Shoot, auch aus demselben Clan mit den Lynx 66. Wir haben hier zwei Heavys, drei mittlere Panzer, 5 TDs, 3 Lights, zweimal die Arti. Reload-Zeit für die 2-Schuss-Autoloader, 9 Sekunden in Clip von Schuss zu Schuss, 1,5. 24 Mal Sprenggranate hat er dabei auf erster Position mit 260 Damage, 75 Durchschlag. Hier deckt er schon mal die Gegner auf, zieht hier seine Kreise mit dem Turbo auf 80 km/h. Normalerweise fährt das Teil ja 60. Da kam der erste Schuss von der Arti. Wetsche 12 Tonnen aufgemacht. Wie gesagt, 60 km/h normalerweise. Vorwärts, rückwärts, eine Gunmark. Und mit dem Turbo fährt er halt 80. Ja, 12 mal die Primo-Munition. Jetzt hat er erstmal Auto eben auf den gegnerischen Lynx 66. Erster Schuss ging rein. Zweiter daneben, ab in Reload. Und wieder über die Seite hier gejumpt, beziehungsweise über diesen Hügel. Eve 90, das war der eigene, der da geschossen hat. Oh, jetzt gab es vom WZA 121FT richtig eine gebraten. 445, uiuiui, 310 Hitpoints bleiben ihm noch. Der gegnerische Lynx 66 hat auch eben nochmal 195 abgezogen. Zwei schwere Treffer. Jetzt schöne Rolle hat der Lynx 66 gemacht. Wir machen ja die Radpanzer immer, ne? Erster Kill. Ja, wie gesagt, wir machen mit 12 mal Premium Munition, Hohlladungsgeschoss, 175 Damage, 220 Durchschlag und 20 mal APCR Standard Munition hat er dabei mit 180 mm Durchschlag. So, jetzt hier die Wetsche 12 Tonnen. Oh, kleiner Fahrfehler. Und da kriegt er eine rein. 199 nochmal abgezogen. Und da rammt er den gegnerischen, den eigenen Even 90. Leicht zwei Fahrfehler hintereinander. 3:3 steht es. So, Wetsche 12 Tonnen wurde rausgenommen. 3:4 steht es. Jawohl, beide Artis haben hier hergehalten. Auto eben auf den T-44. Der zweite Schuss trifft. Zweiter Kill. Ja, geht ganz schön rasant los. Da ist die Law 155, 51. Die flüchtet Richtung Strand. Hier die Su 100, die Su 14-2. 2 Schuss. Ab und Reload. Schnell weg. Ehe sie schießen kann. 111 Hitpoints noch. Tatsächlich braucht er 4 Schuss für die Arti, für die russische. Dritter Kill. 6:4, wir sind bei 1430 Damage, 1170 geblockt, 702 Aufklärungsschaden und Unterstützungsschaden. So, was haben wir da? Udis, oh, wieder leichter Fahrfehler, Udis 03. Das geht ganz schön ab hier. Und da ist die Law. Oh, das war knapp. Tja, Reload und jetzt erster Schuss. Zweiter Schuss, jawohl. Ja, das sehen wir zwar nicht gerne, dass die Radpanzer hier die Artis rausnehmen, aber das ist schon Mitte des Gefechts, kann man so sagen. Auch wenn es erst 4,5 Minuten rum sind. 4 Kills, 1914 Damage. Und jetzt geht's am Strand weiter. Ich finde das immer interessant, dass die Räder auf Gras quietschen. Super Wargaming. Klasse. So, was haben wir da? 53 TP. Und da hinten ist ein WZ-111. Ja, schön. 2 Schuss rein in den 53 TP. 10:6 steht es. Ein großes Red Kit, großes Med Kit und automatische Feuerlöscher hat er. Wir gucken nochmal schnell nach der Mission. Das ist LP-12, leichte Panzer 12. Der Geist in Richtung Objekt 260. Erster Schuss auf dem WZ-111-1FT. Breit ab, der zweite auch. Ab in Reload, da gibt es Aufklärungsschaden. Nochmal 2 Schuss in den 53 TP. 11:7.
wieder zwei Schuss in den, also das Magazin, so gesagt, zwei Schuss Magazin in den 53 dB rein. Auto eben auf dem WZ, ja, da gibt es nur noch Aufklärungsschaden oder Unterstützungsschaden. Was haben wir jetzt noch am Start? Den Renegade. Als letzten Panzer der Gegner. 2786 Damage. Der geblockte Schaden bleibt so stehen. Und der Aufklärungsunterstützungsschaden auch. Das Game ist zu Ende. Wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, wie ihr seht, ist es leider nur zweiter Klasse geworden. Normalerweise nehme ich hier nur Panzer als Runden, ne, weil diese zweiter Klasse, dritter Klasse, erster Klasse ist eigentlich nur Standard, ne? Aber weil es eine schnelle, witzige Runde war, was heißt witzig, ne, ist ja nicht gerne gesehen, dass er hier die Artis rausnimmt, ne? Ich bin Arti-Freund, aber nein, das ist nun mal so im Spiel und fertig aus. Und das ist so ein kleiner Bonus, weil eben die Runde so schön war für ihn. Und sage ich mal, als Startbonus ist nämlich ein neuer Mitspieler bei uns auf dem Kanal. Also ich hatte ihn, glaube ich, schon mal. Und ja, jedenfalls habe ich dann das gesagt, das Video mache ich. Ja, und dann haben wir hier noch Kämpfer, Wirkungsfeuer, 105.728 Credits, XP, später die Pascucci-Medaille für das Erlegen zweier Artis. Dann im Teamscore haben wir hier 2786 Damage, 4 Kills, 1168 Basis-XP. Und dann guckt man hier mal seinen Zugpartner, der, wo ist er denn jetzt hier, wie ist er, Professor One-Shoot, hat leider nicht so viel Glück gehabt hier mit seinem Lix 66, der hat nur 303 Damage, 0 Kills, 407 Basis-XP, ist dann wohl gleich rausgeflogen, war nicht wohl so eine optimale Fahrt für ihn. Dann gehen wir in den Report rein. 25 mal geschossen, 21 mal getroffen, 13 mal durchschlagen, 5 mal Splash, 872 Damage über 300 Meter, 170 geblockt ist geblieben, 921 Aufklärungsunterstützungsschaden. Die gefahren ist auf 5,5 Kilometer fast. Dafür gab es 64.077 Credits. Dann abzüglich Repair, Munition und das Kit, beziehungsweise Ration, nein, das Kit, ne? Ein Kit hat er ja benutzt. Reparatur, genau 20.000. Das macht dann 50.585 Credits raus. Spielzeit war 5 Minuten 8 und deswegen habe ich auch die Runde genommen. War schnell rucki zucki. Die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg. Dann Missionsbonus hier 3.504 XP. Dann Bonus für Premium-Fahrzeug ist nämlich der Premium-8er. Radpanzer 175 dazu. Und Platoon-Bonus 263 XP macht dann 46 XP und 174 freie Erfahrung. Ja, kleine Blitzrunde und gleich kommt noch ein weiteres Gefecht mit ihm. Da sehen wir ihn aber in einer Panzerass-Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.